Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4, die 100 Bibi Challenge. So, unser kleiner Ben ist ein Kleinkind geworden. Und was ist denn nun schon wieder? Lass das, hör auf, Schnauzruhe, endlich Feierabend hier mit dem Rotzkackmist. Manno! Nein! Nein! Nein. Sie ist ruhig. So, das ist ein Kinderzimmer, wollte ich gerade sagen. Hörst du jetzt auf? So, tust du mal damit spielen. Genau, tu mal spielen. Hier hat er Geburtstag. Und hier unten hat erst unsere Irene Geburtstag. Aber Irene ist ja gerade wieder schwanger. Zweites Trimester, neues Baby, ein Leben willkommen heißen. Ja, das wird noch einiges werden. Ist ja beschissen. So, ja, wir haben nur ein kleines Babyzimmer. Oh. Die kommen gar nicht in das Babyzimmer rein, sehe ich gerade. Wartet mal. Und ich bräuchte eigentlich noch ein. Dauert nicht mehr lange, dann brauche ich eine neue Küche. Irene, du musst malen. Malen. Mal um dein Leben, Irene. Ich brauche noch einen Babystuhl, eigentlich. So. Irene macht jetzt ein Nickerchen. Du tust dann kein Gourmet-Menü, du tust dann einfach nur schnell was essen. Zum Beispiel Gartensalat. Reicht. Genau. Mach dir mal einen Salat. Ui, was ist los? Da rumtollen. Das klingt aber nicht wie Rara rumtollen. Du darfst gleich nach deinem Säugling sehen, aber jetzt musst du dir erst noch was zu essen bitte machen. Du hast Knast. Wer ist denn da? Was? Did you hear about what happened on the news? Nein. Was denn jetzt? Ja, toll, jetzt ist er weg. Ist das Kind müde? Zum Beispiel irgendwie? Du könntest das mit mal. Setz mal Ben hier ab. Dann gehst du erstmal auf Toilette. Ja, Ben, es geht gleich weiter. Ben helfen. Haferflocken. Nein, du schläfst jetzt nicht. Mama war doch nur mal pullern. Du darfst gleich ins Bett. Erstmal noch was essen. Es ist immer so niedlich. Ich liebe das. Hallo, Torka. Oh, genau. Scheint zu schmecken. Ja, wie smart. Nee, ist sich noch nicht sicher.
Pfui, Deibel. Das ist dann nicht mal süß. Das ist dann eklig. Du. Ich glaube, so richtig... Na, doch. Ja, bitte? Es ist schön, deine Stimme zu hören, Irene. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Travis Scott besser kennenlernen sollte. Er scheint recht nett zu sein. Aber sowas von. You are my best buddy. So, dann kannst du den mal ins Bett bringen. Und gehst selber mal schlafen, weil wir haben keinen Schlafrhythmus mehr. Obwohl, du könntest erstmal noch ein Bild malen, oder? Oder? Wir müssen Geld verdienen. Wegen tut sowieso gleich nochmal. Und dann gehst du auch mal ein bisschen schlafen. Jetzt schläft's. So. Die Mona Sim? Hey Irene, ich bin's Markus. Wie war's mit deiner Nö? Einfach nö. Irene hat kein Interesse mehr an dir. Irene ist hundemüde. Guckt euch mal die Augenringe an. Ist sie denn wirklich Irene? Nicht, dass ich jetzt irgendwas sagen. Irene. Sehr schön. Irene kann jetzt anspruchsvolle surrealistische Gemälde und anspruchsvolle impressionistische Gemälde anfertigen. Sehr schön. Oh ja, das müssen wir dann auch noch machen. Aber erst muss sie schlafen gehen. Oder? Das regnet ja bloß. Das gerät ja nicht mehr. Dann mach mal jetzt. Ich hab doch nicht so viel Zeit. Diese Säuglinge mögen Vertrautes und gewöhnen sich nur langsam an neue Erfahrungen. Ah. Kann man irgendwas ernten? Oh, hier summt's auch. Aber hier hinten summt's auch noch. Und dann darfst du ins Bett gehen. Dann aber wirklich. Wir können auch... Ach nee, können wir nicht. Wir haben kein Geld. Bisschen Geld kommt wieder rein. Aber erst muss ich hier... sehen, dass die Pflanzen auch gleichzeitig gegossen werden. Das ist einwandfrei. Ach, jetzt gewittert es wieder, oder was? Jo! So, jetzt macht man Haie Boots, genau. Oh Gott, das Kind stinkt. Das Kind stinkt! Das war eine Wanne. Amisch. Irene, aufstehen! Dein Kind ist wach. Das kannst du erstmal. Du kannst das Kind erstmal auswählen. Babypflege füttern. Du bist besoffen? Du sollst aufstehen. Jetzt ist vorbei mit ausreichend Schlaf. So. Ach, das war ja gar keine Wiegekommode. Stimmt ja. Aber dann kannst du dem Kind mal bitte Babypflege. Windeln wechseln. Und dann kannst du das Baby vielleicht mal hier waschen. Erziehung Level 5. Wuhu. Und der Knast. Uiuiui, hat der Knast. Und der stinkt. Gut, kann er denn seine Mutter... Oh. Prost. Nimm mal die dreckigen Speckchen, schmutzigen, stinkigen Windeln weg jetzt hier.
Wenn es ein erwachsener Säugling, der auf die Pflege durch Betreuungspersonen und ältere Sims angewiesen ist. In der Lektion erfährst du mehr über die Säuglingsphase. Oh, hier geht's Licht nicht richtig an. Das klingt doch immer noch. Tut den noch mal waschen, der stinkt immer noch. Jetzt stinkt er nicht mehr. Okay, kannst ihn hierhin absetzen. Und dann gehst du selber mal auf Klo. Und da kannst du mit deinem Spielzeug spielen. Dann tust du dein Bild verkaufen. Mal die stinkische Windel wegwerfen und dir was zu essen machen. Krebssalat. Wir wollen ja in Form bleiben. So. Wird's noch? Tatsächlich. Naja, du kannst trotzdem mal den Müll lernen. Boah, die Feinschmecker-Karriere. Ja, Fähigkeit erreicht. Wo willst du hin? Wenn es macht. Geh ja nicht raus. Draußen ist scheiß Wetter. So, komm, Schätzelein. Bisschen Arbeit haben wir noch. Ja, schmeiß das mal schnell weg. Geht doch fix. Und dann schnell wieder rein. Ja, impressionistisches Gemälde. Großes impressionistisches Gemälde malen. Los. Alles klar bei dir, Kind? Wie tut das? Schon wieder müde. Scheiße. Was macht sie denn? Macht sie denn jetzt? Ach so, okay. Na dann fall einfach um. Dann schlaf auf dem Fußboden. Von mir aus. Da kann Mutti dann auch nochmal ins Bett gehen. Und ein Stündchen schlafen. Jawollo, ein Meisterwerk. Rabatttag, ich könnte was kaufen. So, Irene, du musst eigentlich schon wieder aufstehen. Dein Kind ist wach. Hoi. Das Hormonflut führt dazu, dass... So, mein Kind. Ja. Ich will es wirklich verkaufen. Du könntest deinem Kind jetzt mal bitte Ben Essen probieren. Wir probieren mal... Was? Setz dich dann... Was zur Hölle tust du? Danke. Ben ist sich nicht sicher, ob Süßkartoffelbrei angeht. Vielleicht muss er... Hey. Mein kleiner Bauch. Ja, iss erst mal, mein kleiner. Dann tun wir dich noch mal waschen. Waschen. Nimm den Finger aus dem Mund. Also wirklich.
So, jetzt ist er wieder sauber. Ein bisschen Hüngerchen hat er schon, aber ich will nicht überfüttern. Kannst du Ben erstmal hier absetzen? Kannst selber mal Pipi machen? Und dich mal duschen? Und dann kannst du dich mal um deinen Garten kümmern. Alles verkaufen. Oh ja, hier. Oh, hallo. Was wurden hier gerade rot? Müll? Hallo? Schmutzige und. Oh. Hygiene. Also nimm's mal nicht übel. Das Oberteil. Diese Hose. Bananen. Gut, den haben wir. Muss ich jetzt irgendwas noch machen mit denen? Nö. Wir gucken dann erstmal, was das Kind will. Was ist das? Ach so, alles klar. Dann kannst du dein Kind erstmal stillen, bevor es hier zu viel Hunger kriegt. Babypflege. Nee. Oh, jetzt hat es in der Windel. Also müssen wir dann auch noch Windeln wechseln, richtig? Ja, es stinkt. Whipney, Axum. So, jetzt das Kind stillen und nicht dort abseits. Barbara Griff. Also ich verstehe die Frau nicht, aber es ist okay. Jetzt stillt es. Es ist doch in Ordnung. Es ist schon wieder müde. Ja, du tust dann noch die Windel wechseln und dann kannst du Ben hier hinten schlaf legen. Da muss er öfters schlafen. Oh, jetzt hat's. Oh. Ruhezeit. So, dann schmeißt du diese dreckige Windel noch weg. Und dann gehst du auch schlafen. Er kommt. Oh. Schatze, ich habe keine Zeit. Ich muss schlafen. Shit. Okay, das geht noch. Nö. Sie muss jetzt schlafen, wenn es Zeit ist. Also wenn sie Zeit hat. Rena, aufstehen. Oh je. Wach und wütend. Hallo, Ben. Nimm mal dein Kind hoch. Siehst du, ich wollte noch was kaufen, was Schnelles. Damit sie nicht jedes Mal hier rundrum eiern muss, würde ich doch mal so eine kleine Gartentür holen wollen. Oder nehmen wir da so eine Tür, wie wir das schon draußen haben? So eine? Machen wir nämlich hier hinten komplett Haus? So ziemlich komplettes Haus?
Und hier wird alles so freizeitmäßig mit einem Garten und vielleicht hier hinten irgendwann ein Pool, Klettergerüst. Ich stelle mir das gut vor. Ich stelle mir das richtig gut vor. So. Wie tut jetzt mit ihrem Kind um? So. Mit den beiden verabschiede ich mich heute mit diesem letzten Bild von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Seid ciao!